Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaido hat sich nach der Vorstellung seines Programms in Caracas auch an die Armee gewandt, die derzeit noch auf der Seite seines Widersachers Nicolas Maduro steht. Das Militär werde eine Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen, so der derzeitige Parlamentspräsident, der am Donnerstag auch Unterstützung aus Brüssel erhielt. Heute bedanke ich mich im Namen aller Venezolaner beim Europäischen Parlament für die Anerkennung einer demokratischen Geste, einer friedlichen Geste und für den Respekt vor unserer Verfassung. Guaido hatte zuvor in einem Beitrag für die New York Times erklärt, er habe sich heimlich mit Vertretern der Streit- und Sicherheitskräfte getroffen, da er deren Unterstützung brauche. Vor seinen Anhängern sagte er, er werde von der Polizei bedroht. In diesem Moment seien Sondereinheiten in seinem Haus, die nach seiner Frau Fabiana suchen würden. Die Diktatur denke, sie könne ihn einschüchtern, so Guaido. Doch noch hätten die Streitkräfte Zeit, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu schlagen. Noch hätten sie Zeit, die Verfassung zu achten. Viele lateinamerikanische Länder und die USA erkennen Guaido bereits als venezolanisches Staatsoberhaupt an. Maduro wird unter anderem von Russland, China, der Türkei und Bolivien unterstützt.